Ich starte mal ins Spiel, weil das mich macht das irre, dass hier komplette Stille herrscht. So, pass mal auf, hier, neues Spiel, wir wählen eine Fraktion. Rustikalroten. Das ist aber sehr leise. War da gerade viel lauter? Besser. Man hier schnell hin und her. Schade, das geht nicht. Wäre viel witziger, wenn man hier ganz schnell hin und her könnte. Oh, warte mal, die muss man freischalten. Zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalrouten notwendig. Verstehe. Die Vorstellung von kleinen Kupis und Mokkas toll. Mit den Gesichtern von beiden? Das wäre was. So kleine Babys, ja, die aber die alten Gesichter von Kupi und Mokka. Hallo Thomas. Hallo Prof. Zockt. Bin unsicher, ob ich mit dem Ende zufrieden sein soll. Ja nun, Seite. Ja nun. Das kommt halt drauf an. Okay, die Rustikalrouten sind leichtlebige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihr mit einer reichen Ernte belohnt. Ihr Motto: Komfort, Nahrung und robustes Holz. Fantastisch. Fantastisch. Guck mal hier, Plains ist empfohlen. Wir nehmen das Empfohlene. Wenn es empfohlen ist, die werden schon wissen, was sie sagen. Normal. Du suchst eine Herausforderung. Deine Siedlung beginnt mit mäßigen Na, was Ressourcen. nü? Dürren sind anfangs milder, werden mit der Zeit aber intensiver. Einfach. Ja, das ist entspannt. Reichlich Ressourcen. Die Biber verbrauchen weniger Nahrung und Wasser. Dürren sind seltener und kurz, schwer. Knappe Ressourcen, ist klar. Die Menschheit ist nicht mehr und du wirst ihr bald folgen. Tam-tam-tam. So ein Rudel von beiden. Ganz viele. Ganz viele kleine. Dann Murano, Moin, Hallöchen. Rainier, vielen lieben Dank für den Resub. In 100 Tagen ist Weihnachten. Danke für die Info, Rainier. Ja, ich hoffe, du hast schon Geschenke. Danke für 6 Monate. Du bekommst Strom in deine Gummizelle, Steckdosen und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskaltgetränk befüllt. Dankeschön. Hallo Spiritus. Es ist ein Kolonieaufbauspiel mit Bibern. So, wir spielen auf normal. Man kann auch Benutzer definiert, habe ich gerade gesehen. Krass. Okay. Wir spielen auf normal und das Spiel wird geladen. Hi, Wiesentroll. Lumberpunk? Naja, warum nicht? Wieso Punk? Ach, meinst du jetzt, weil es keine Menschheit mehr gibt? Deswegen? Dann in der Erklärung. Ach, da! Ah. Ja, okay. Ja, why not? Ja, why not? Hi, Banabatsch. So, warte. Ich brauche erstmal dringend 2 männliche Biber. Wo sehe ich denn? Sehe ich irgendwo das? Sehen wir irgendwo? Ist ein Geschlecht? Das ist offensichtlich ein Kind. Guck mal hier. Alter 3. Sehe ich ein Geschlecht? Vermutlich nicht, ne? Wie alt werden Biber? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Fast von ausgehen, dass die Biber Bros das morgen auch spielen, oder? Vielleicht? Ich könnte mir die zumindest gut in dem Spiel vorstellen. Gut, warte. Alter 9, Alter 25. Mein Kupi ist doch der große Bruder, oder? Wir brauchen schon einen Altersunterschied. Wie heißt sie hier mit 27? Ist Mokka? 21, warte. Mokka. Und hier, 25. Kuh. Hallo? Perfekt.
Gut. Na, hoffentlich leben die ja ohne Weine. So. Ja, Lady B, wart mal ab. September ist noch nicht rum, ne? Wart mal ab. Hi, Migge. Hi, Octavia, Marie. Ah, hallo, Doris. So. Jede neue Siedlung. Achso, ihr seht das jetzt gar nicht, ne? Also hinter meinem Kopf ist hier so ein Infofenster, was ich euch aber auch nirgendwo hinziehen kann. Und ich glaube, hier gibt es überall irgendwelche Informationen. Außerdem schließe ich das ja auch gleich. Ich lese euch das sowieso vor, was da steht. Also, passt mal auf. Hi, Selfie. jede neue Siedlung braucht Holzscheite. Baue Holzfällerfahnen und markiere einige Bäume in ihrer Reichweite zum Abholzen. Alle von Bibern genutzten Gebäude müssen über einen Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Verbinde also auch diese beiden. Wir sollen zwei Holzfahnen bauen, dann Pfad und Bäume markieren. Das machen wir. Der nordamerikanische Biber erreicht bei einer Gesamtlänge von 90 bis 120 cm eine typische Körpermasse von 17 bis 32 Kilogramm. Ausnahmefällen bis 45 Kilogramm und wird 10 bis 12 Jahre alt. Das sind jetzt aber schon sehr alte Biber hier. Ne? Das sind sehr alte Biber. Gut, also wir sollen ein Fähnchen bauen. Mal gucken, wo wir denn das Fähnchen finden. Da ist Bäume fällen. Bäume und Büsche pflanzen, Nutzpflanzen, Gebäude und Ressourcen abreißen, Prioritäten, Pfade und Strukturen, Landschaftsgestaltung, Speicher, Arbeit klingt gut. Schlepperposten, Arbeit, Unterkunft, nee. Das ist es nicht. Monumente, Freizeit, Wissenschaft, Energie, Metall, Holz. Holzfäller, Fahne. Beschäftigt einen Holzfäller, der Bäume fällt. Okay. Davon sollen wir ja zwei bauen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt sinnvollerweise von mir aus hier eins hinmachen und hier und das dann mit Faden verbinden. Moin, Wasabi! Mein Arzt hat mir Genesen eingetragen, bin drum herum gekommen. Nun. Was, ums Sterben, oder? So. Da haben wir einen Pfad und hier haben wir einen Pfad. Das haben wir schon mal gemacht. Markiere Bäume, die gefällt werden sollen. Okay. Mal, wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben 4 Jungtiere, 7 Erwachsene. 11 Obdachlose. Das ist fantastisch. Das ist, glaube ich, richtig gut. Ja, sehr gut. Wir haben ein bisschen Essen. Keinerlei Ressourcen, glaube ich. Was ist das hier? Wissenschaft. Wissenschaftspunkte vermutlich. Wohlbefinden. Montugudera. Ist das dann wie mit Hundejahren und Menschenjahren? Ich dachte, die Biber sind schon über 30. Das dachte ich auch. Wir werden in der Natur 21 Jahre alt, im Menschen halt 35. Wobei, ich weiß gar nicht, wie alt Mokka ist. Mokka könnte halt auch noch Ende 20 sein. Könnte aber auch schon üben. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Bin da super schlecht in sowas. So, warte. Was wollte ich jetzt tun? Ach ja, Bäume markieren, die gefällt werden sollen. Hier. Hallo? Bäume fällen? Bäume. Muss ich die eins? Nee, Moment. Kann ich denn ernst sein? Markiere Fellbereich. Ah. Da. Machen wir mal hier noch. Da. Und dann die erstmal zu fällen, denke ich. Glaube ich. Hi, Wolf! 33 und 36?
Wir haben ja damals von Timberborn die Demo gespielt, falls ihr euch erinnern könnt. Da haben wir in die Demo reingeschaut und jetzt, wie man sieht, haben wir hier Mokka und einen Holzfäller. Oh, sweet! Und hier Kizzy. Alles klar. Ja, und jetzt ist der Early Access Release da. Fortsetzen. Ich vermute, die machen jetzt was, oder? Hallo? Wo ist ein Mokka? Ah, da, guck. Guck. Mokka schleppt das Holz dahin. Das hat er schön gemacht. Gucken die an, wie er es macht. Zack. Oh, cute. Und jetzt fummelt er an dem rum. Die nagen halt nicht, sondern die fummeln an denen rum. Guck mal. Wieso mit den Händen? Hey, Dobermann. Okay, gut. Was ist das Nächste? Jetzt müssen wir unsere Biber am Leben erhalten. Baue an einem Flussufer eine Wasserpumpe, um eine stetige Wasserversorgung sicherzustellen. Du solltest auch eine Sammlerfahne platzieren, um Beeren aus nahegelegenen Büschen zu sammeln. Okay. Die fummeln rum. Da wird rumgefummelt. So. Der hinten ist natürlich super, aber wir nehmen vielleicht erstmal den hier. Und ne, wir können ja eigentlich einen zweiten machen, ne? Machen wir zwei vielleicht. So. Und dann mit dem Pfad verbinden. Und hier auch. Ich dachte, der Stream wird ein Koop mit dem Biber Bros. Ja nun, immer gewusst, hinter den fleißig arbeitenden Bibern steht eine alles kontrollierende Raupe. Guten Abend, Janita Krause. Heilig Stream. Das, ist das so ein Die Siedler nur mit Tiere? Nee, es ist ein Aufbauspiel, ja. Ein Aufbau nur mit Bibern. Tag, einen wunderschönen guten Abend. So, warte. Wasserpumpe. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Wasserpumpe. Pumpt Wasser hoch, filtert es, damit Biber es trinken können. Maximale Tiefe 2. Wasserableiter. Kleiner Wassertank. Hm. So. Und vermutlich brauchen wir auch hier einen Pfad. Und den so oder so? Hm, nimm mal so. So. Hi, Olli. Stört mich ein bisschen, dass er die Ansicht immer wieder zurückdreht. Ja, also ich kann zwar mit rechts gedrückt halten, kann ich sie bewegen, aber er schmeißt sie halt immer wieder auf den Standard zurück, so von ganz allein. Ja, vielleicht eine Einstellung für. Kamera ziehen? Was heißt denn Kamera ziehen? Das scheint es nicht zu sein. Kamera entsperren. Weiter oben. Oh, da. Und das hier wieder aus? Oh, ja, danke. Oh, oh, besser. Hi, Maestro. Wenn, dann will ich das entscheiden, wie die Kamera ist. Will er hier gucken? Will auch gucken. Gucken, nur mal gucken. So, hier, guckst du dir an, wie sie es hier hinter schleppen. Kupi ganz vorn dabei. Da trägt er den schweren Holzstamm zur Wasserpumpe. Und jetzt fummelt er dran rum. Da, gucken dir an, wie er rumfummelt. Oh! Oh,
berühmte letzte Worte. Nur mal kurz gucken. Mini-Biber. Was fehlt denn hier noch? Ah, Holzscheite, 6 Stück. Fehlen noch 6 Holzscheite. Du da, du da. So, das Gute ist, wir kriegen jetzt hier Bären dazu. Das ist schon mal gut. Oh, den können wir bestimmt nicht nur ebenerdig. Muss auf dem Boden gebaut werden. Barriere. Können wir dann das Wasser hier reinleiten? Ne? Glaube ich. Hey, Mad Max. Da läuft er schnell wieder weg, der schüchterne Kubi. Bären gibt's auch? Nein, ich hoffe, Bären gibt's nicht. Achso, nee, guck mal. Stimmt, ich hatte ja hier hinten noch einen gemacht. Ich hatte ja extra 2 gemacht gleich. Ja. Sehr gut. Habe ich gemacht. Guck mal, wie der hier davor hockt. Oh! Und dann mach! Kann das hier mal jemand zu Ende bauen? Es fehlt nur noch ein Holzstamm. Go, Coop! Go, Coop! Go, Coop! Ah, wie er es macht. Er ist fertig. Die sind so schnuffig. Ja. Oh, da. Da ist es fertig. Da ist die Wassermühle. Guck. Und da kümmert sich jetzt Jalgin drum, dass hier Wasser abgepumpt wird. Hi, Melilal. Sehr gut. Akalana, ich hatte dich begrüßt, ne? Treiben die Biber eine nachhaltige Forstwirtschaft, pflanzen auch wieder neue Bäume an? Ich hoffe. Haus rumhockt, sieht voll aus wie Rauf. Okay, fortsetzen. Alle platzierten Gebäude verfügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Baue einen Holzscheitstapel, um Holz zu lagern, einen kleinen Wassertank, um Wasser zu sammeln und ein kleines Lagerhaus, um Bären und andere Ressourcen zu lagern. Okay. Wir sollen also eine Art kleines Lager bauen. Das machen wir. Also, einen Holz. Scheitstapel, der ist 3x3. Dann ein kleines Lagerhaus, das ist 2x3. Und was noch? Kleiner Wassertank. Das ist der hier, ne? Der ist 1x3. Okay. Dann bauen wir doch 2x3. Naja, dann ist hier aber zu. Das finde ich nicht ganz so geil. Wobei, wir können ja das auch so machen. 1, 2, 1. Dann hätten wir noch einen Pfad frei. Ich glaube, das ist ganz okay. Das heißt, den dahin. Oh nein, das muss so rum ausgerichtet sein. Na, warte, dann machen wir das so. Und nein, warte, den Wassertank. Der ist so rum. Das ist aber fein. So. Dann haben wir das nämlich alles an einer Stelle, wisst ihr? Dann machen wir hier jetzt einmal noch einen Pfad hinten klein. Und dann ist auch hier das Lager angeschlossen. Hm? Ich glaube, das ist gut. Meinst du, Alan? Bauen wir den Damm der Biber nach. Klar. Braucht dann vor allem auch noch Häuschen. Aber ich schätze, das kommt noch. Wie viele Biber-Wortwitze darf ich machen, bis mir ewige Verdammnis droht? Mit Baumkuchen. Om nom 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 nom. Moin Joker, hallöchen. Oh, die sind so cute. Da rumrennen. Was haben wir denn hier? Trenddistrikte. Ach du Scheiße. Distriktzentrum gründet ein mit eigener Bevölkerung, eigenen Ressourcen und einem isolierten Fahrtnetz. Okay. Interessant. Ist es ein Bug, dass da teilweise Animationen fehlen? Was meinst du? Hi Delfin. Hi Kuschelcat.
Early Access. Kuschelkett. In die Early Access gestartet. Heute. Heute ist Early Access Release. Oh, sie schlafen. Wie sie rumcuten. Wir gehen am liebsten noch näher ran, aber es geht nicht. Bis ins Gesicht. Ja, Delfin durchaus. Mein Carry. Bäumefällen zum Beispiel, das sammeln die. Da friemeln die nur so mit den Pfoten rum. Ich denke, so Animationen kommen noch. Also ich hoffe es zumindest. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass sie wirklich wie Biber das abnagen. Ne? Und, aber die, sie machen alle so diese kleine, so eine kleine Handbewegung. Egal, ob sie jetzt Bäume fällen oder hier ein Gebäude bauen. Das ist eine kleine Handbewegung. Da. Das ist die gleiche Handbewegung. Guck, da. Da. Das mit den Händen. Das machen sie auch beim Bäumefällen. Sie fummeln rum, genau. Sie fummeln rum. Das ist gut. Wir haben jetzt hier also ein Holzlager, ja? Sehr gut. Läuft schon mal. Dafür gibt es doch eine Website. Darf ich die mal verlinken? Na, aber freilich. Warte. Oh. Danke, Strauchi. Also es gibt hier, glaube ich, auch, man kann sogar hier, ne, direkt zur Feedback-Seite, genau. Ne? Ich speichere mal. Ja, guck mal, hier hinten liegen nämlich auch, die Beeren sind nämlich auch schon voll. 20 von 20, hier auch. Hier sind, das tragen sie jetzt, glaube ich, schon hin und her, ne? Sie fangen schon an, das jetzt hin und her zu räumen. Sie holen jetzt hier die Holzscheite von unten und schleppen die jetzt hoch. Nice. Feedback. Boah, wenn jemand dir den Weg abschneidet, sollte man die Füße einziehen. Docke, wieso? Warum? Nudelauflauf und Dissio, danke für die Follows. Das ist jetzt hier Kapazität 0 von 180. Achso, vermutlich, weil wir hier immer direkt Dinge bauen, ne? Im Moment. Und hier sind jetzt... Da kommt noch eine. Da. Ja, vermutlich, weil wir einfach aktuell immer wieder bauen. Na, hier fehlen noch 15 Holzscheite. Also werden die hier vermutlich noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, die wachsen von alleine nach. Kann das sein? Dass ja einfach die ganze Zeit Bäume nachwachsen, im Zweifel. Fummelt Mokko eigentlich noch rum? Jo, hier. Mok ist noch am Rumfummeln. Sehr gut. Ist schneller als Strauchin. Ich hatte gedacht, das Spiel würde nicht runterklappen, aber naja. So kann man sich täuschen. Heilagekolera. Zu flach. Ein Blatt Papier würde gerade noch so drunter passen. Bin ich hier gerade einen Biber-Simulator sehend? Hallo, Koala. Durchaus. So, guck, hier haben wir jetzt schon Beeren drin. 20 Beeren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bevölkerung migrieren. Mhm. Da hat jemand Durst. Schnell getrinken. Schnell trinken. Bloß nicht verdursten. Leute, ihr könnt ja nicht erst laufen, wenn ihr fast verdurstet. Das geht doch so nicht. Schnell. So trinket. Und na, hoffentlich genug Wasser. Oh, nur noch ein Wasser. Aber auch dünne, ne? Zwei. Naja, wir haben aber den kleinen Wassertank. Der wird bestimmt helfen, wenn der dann fertig ist. Hoffe ich zumindest. Hey, Achim.
Erst die Siedler, jetzt die Biber. Wo soll das noch enden? Ema ist über den Fuß gefahren. Der hätte sicher gerne den Fuß zurückgezogen. Vermutlich. Docke schwimmen schon die Felle weg. Deshalb der Flachwind. Hey, Entilza. Wasserlebendes Wesen verdursten. Naja, nun. Immer mit der Ruhe. Und Hallöchen, Mr. Bubbles. Macht das hier schön, na, Tutorial. So, was sagt das Tutorial? Nun sollten Biber eine Weile überleben können. Du kannst jetzt beginnen, Farmen zu bauen, Energie zu produzieren und Wissenschaftspunkte zu generieren. Viel Glück. Er bringt mir nicht mal bei, dass es vielleicht schön wäre, denen ein Obdach zu gewähren. Ja? Die Armen. Die müssen draußen schlafen. Sag mal, voll gemein. Wo ist denn hier? Nutzpflanzen. Karotte. 3 Karotten. Hunger, Ernährung, fertig gewachsen in 4 Tagen. Kartoffeln. Verwende dieses Werkzeug im Bereich zum Pflanzen. Schön, erforderliche Gebäude. Bauernhaus. Fertig gewachsen in 6 Tagen. Was haben wir hier? Weizen. Aber hier steht nicht dran, dass sie das essen können bei Kartoffeln und Weizen. Merkwürdig. Riskant in einer Biberzivilisation alles aus Holz zu bauen. Na, aber warum? Die machen doch ihren Damm und ihr... Also das, was sie sich da, diese... Was auch immer die sich da bauen, machen die doch immer aus Holz, grundsätzlich. Also aus Holz und Zweigen und alles, was so irgendwie rumschnurzt. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Zumindest hoffe ich das. So, ist jetzt die Frage, reicht das? Ja, mal sehen, wa? Lass mal die mal machen. Ich würde gern... Das wächst ja einfach, ne? Das muss irgendjemand anbauen, vermute ich. Wer macht denn das? Die Frage stellt sich ja. Wer macht das? Irgendjemand Freiwilliges? Der Bock hat. Arbeitet in Sammlerfahne. Ne, das ist Sammlerfahne. Gucken wir mal. Freizeit. Das ist Nahrung. Bauernhaus. Beschäftigt Bauern die Nutzpflanzen. Ja. Ein Bauernhaus. Wir bauen ein Bauernhaus. Wir bauen ein Bauernhaus. Denn das Bauernhaus kümmert sich darum, glaube ich zumindest. Gehen wir erstmal dahin. Machen hier noch einen Pfad. So. 25 Holzscheite. Na da. Go, 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 Jungs. Stand ich, ja, stand da, Frechdachs. Ein Biber sagt, klopf auf Holz, antwortet der, ja, worauf denn sonst? Nur verdammte South Park-Folge im Kopf, wo sich Cartman wegen der I einfrieren lässt und in der Zukunft aufwacht. Open Simulator mit dem DLC Butterfly-Effekt und dem Modus Spiele endlos als Raupe Classic. Ja, dafür. Guck mal hier, Wohlbefinden. Soziale Kontakte, Spaß, Ernährung, 1, 2 und 3, Komfort, Wissen, Spiritualität, natürlich. Man kennt ihn, der Mönchsbiber. Ästhetik, Ehrfurcht. Okay. Ja. Nein, nein, Rava, ich wünsche dir viel Spaß. Warte, ich würde gerne mal gucken, wo... Das ist ein Schlepperposten. Unterstützen Arbeiter innerhalb eines Distrikts beim Transport von Gütern, steigern so deren Produktivität erheblich. Wohnen. Ein Ort, um die Nacht zu verbringen. Stabil. Andere Gebäude können darauf gebaut werden. Einzigartig für diese Fraktion. Befriedigt Schlafbedürfnis und befriedigt Komfort.
3 bewohne. Hütte gespiegelt. Achso. Mini-Hütte. Wohner 1. Das sind für die. Das sind die Single-Haushalte, ne? Doppelhütte. Dreifachhütte. Okay. Der Ableiter. Sind der Wasserableiter? Leitet Wasser ab. Ja, aber. Hä? Wohin? Was tut es? Bewässert das umliegende Land. Nur ebenerdig muss auf dem Boden gebaut werden. Ne, das lernen wir alles noch. Und das kommt alles noch. Immer schön mit der Ruhe. Metall. Natürlich. Schredder. Na klar. Wird das schon kommen. Ein Wasserrad produziert Energie. Natürlich. Braubiber. Ich weiß nicht, Koala, eventuell. Ich glaube, ich habe irgendwas. Also. Ich wüsste jetzt nicht. Ich hoffe zumindest, dass ich hier nicht plötzlich gegen irgendjemanden. Guck mal, hier kriegen wir dann bestimmt Metall her. Aber ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht gegen Killer-Termiten kämpfen muss. Heise Arion. Hi Leveler. Hallo Lumpi. Dass Biber spirituell sind, wundert mich nicht. Jesus war Zimmermann. Das muss also am Holz liegen. was machen Biber denn mit Metallen? Also sich kleine Biberrüstungen bauen. Ich weiß das doch nicht. Schauen wir mal. Freizeit, Lagerfeuer. Das würde ich gerne bauen. Dachterrasse. Andere Gebäude platziert werden. Befriedigt soziale Kontakte. Besucher 6. Ein kleines, süßes, cutes Lagerfeuer wäre doch was. Ah nein, warte, dann fühlen die sich zu... Ah, man muss so aufpassen, ne? Ich glaube, je wohler die sich fühlen, desto schneller kriegt man Nachwuchs. Metallverarbeitung bei Bibern. Eindeutig, um die Zähne schleifen zu können. Gute Idee, Freaks. Hallöchen. Hallo, Justia. Das ist eine gute Idee. Aluhüte, Funkmasten, Kochtöpfe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Karotten, die sie hier ernten, müssen sie ja auch irgendwie kochen. Das ist doch vollkommen logisch. Ist bald. Nee, ist nicht bald fertig. Da fehlen immer noch 11. Ich will mal ein bisschen hintermachen hier. Vor allem, wieso haben wir nur 15. Nur 15 Wasser? Ist aber sehr wenig. Beschleicht das Gefühl, wir sollten noch eine Wasserpumpe bauen. Oder? Oder trinken die einfach nur super viel? Lagerfeuer in einem Holzbiberlager ist aber Leben am Limit. Na, das ganze Holz ist alles hier super gutes Holz. Es brennt nicht so leicht. Da reicht so ein kleines Lagerfeuer nicht aus. Weißt du? Das ist gar kein Problem. Hier. Eine haufenweise Beeren. Hier sind auch noch haufenweise Beeren. Hier ist alles abgeholzt. Ich frage mich halt, wie schnell die Bäume nachwachsen. Bäume und Büsche pflanzen. Kann ich aber noch nicht. Das ist noch locked, vermutlich. Erfinder. Monumente. Oh ja. Dekoration. Oh ja. Oh, eine Biberstatue. Entschuldigung. Ein Damm, Deich, Schleuse, Doppelschleuse, Dreifachschleuse, Sprengstofffabrik. Klar! Dynamit, aber natürlich.
Der Biber besitzt ja zwei Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer. Deren äußere Schicht, Zahnschmelz, ist durch Eiseneinlagerung orange gefärbt. Und trotz so besonders der Abnutzung, da Zahnschmelz härter ist als das weiße Dentin, nutzen sich die beiden Schichten verschieden stark ab. Na, da haben wir wieder was gelernt. Oh, guck mal, Sabishi arbeitet jetzt hier. Uns fehlt aber noch ein zweiter Biber, der hier hilft. Wir haben nicht genug. Kann es sein, dass wir keine Arbeitslosen mehr haben? Ja. Wir haben keine Arbeitslosen mehr. Sabishi muss sich um das Feld ganz alleine kümmern. Ist auch Feinde, gegen die man kämpfen muss? Ich glaube aktuell nicht. Müsste ehrlich gesagt nachlesen, aber ich glaube im Moment nicht. Denke ich. Es ist eher so mit der Natur kämpfen dann, so Dürren und sowas. Aber ich glaube, momentan gibt es keine feindlichen, also keine Feinde in dem Sinne. Der größte Feind, Karies. Oh, guck mal, schläft im Karottenfeld. Kubi pennt im Karottenfeld. Na toll, Kub. Na toll. Zack. Wieder oben. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir den zweiten für das Bauernhaus. Super. Okay, ich glaube, wir können mal ein kleines Häuschen bauen, oder? Wie sieht es denn aus? Wasser? Holz? Oder wir bauen erstmal noch eine Wasserpumpe, aber die kann... die könnte momentan, glaube ich, eh niemand bedienen. Wir bauen erstmal eine Hütte. Warte mal, wir können... Moment. Angenommen, ich würde jetzt... War das hier? Das ist 3x3. Dann würde ich das aber komplett zubauen. Ich hätte hier noch gern ein bisschen grün wenigstens. Mach das mal so. Den Pfad hin. Oder ein bisschen grün rundherum machen. Und... Ja, das sollen sie erstmal bauen. Das sind auch wieder 15 Holzscheite. Das dauert einen Moment. Tatsächlich auf den Wegen. Nicht so wie in vielen Spielen. Am Bautenweg. Die KI so. Mir egal. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Also hier sehe ich sie schon manchmal hier so quer rüber flitzen. Ne, wenn sie hier rüber irgendwo müssen, kann das schon mal passieren. Oh, guck, wie die Mini-Biber da jetzt sitzen. Oh. Im Fotomodus? Hey, Eggy. Im Fotomodus gibt? Fotomodus? Schade. Am Wasser kann man ausblenden. Die ganzen Knöpfe abchecken. 16 Stunden arbeiten die armen Schweine. Biber, meine ich natürlich. Mateline und Baxter, danke für die Follows. So, wir haben 11 Holz. Warte, gucken wir mal, ob wir 12. Ja, doch. Doch, 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 doch. Dann können wir jetzt... Wie war denn das? Das war doch auch besonders, wenn man dann oben drauf baut, oder? Brauchte man da nicht noch irgendwas? Damit es mit dem Stapeln funktioniert? Früher war das, glaube ich, eine Art Leiter oder so.
Moin, Schadika. Ist das nicht Treppen oder sowas? Ja, eben. Irgendwie sowas. Ja, Schadika finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich wirklich einiges getan. Erstmal nachgucken, wie das war. Monumente, Pfade und Strukturen. Vielleicht hier Holztreppe, genau. Oh, da braucht man aber jetzt Wissenspunkte für. Das heißt, ich muss erstmal den Erfinder auf jeden Fall bauen dann. Okay. Hi, Butterbreeze. Ja, aber ich lasse sie dann erstmal hier das bauen. Guck mal, soziale Kontakte 11 von 11. Nice. Ja, so jetzt. Sehr gut. Das Spiel zu langsam ist. Kann doch schneller stellen. Guck mal, wie die rennen. Wie sollen die denn noch rennen? Also wenn du das auf 3 stellst, du kannst das ja bis auf 3 hochstellen. Ja, guck mal, wie die rennen. Das, da würdest du ja gar nichts mehr sehen, wenn das schneller wäre. Das wäre so ein... Early Access. Risiko ist jetzt in die Early Access gestartet. Hallöchen. Und ja, ich habe damals auch die Demo gespielt. Okay, super. Hier haben jetzt die ersten... Dann machen wir das gleiche noch hier drüben. So. Und dann hätte ich mir das hier so ein bisschen frei, um hier ein bisschen grün zu haben. Dafür noch Bäume zu pflanzen. Will denn überhaupt... Kommt nicht mehr wirklich Holz nach gerade, ne? Glaube ich. Was ist denn hier los? Das Gebäude ist voll. Oh! Ja. Das ist schon mal gut. Glaube ich. Das reicht. Hauptsache zocken können. Fand es recht nett in der Demo. Ja. Schaut aus wie Mäuse. Ja. So. Ganz schnell hin und her rennen. Aufvortritt des Gebäudes sehen würde und es nicht einfach aufploppt, wenn es fertiggestellt ist. Jo, das wäre auch schön. Ich hier recht, ja. So, sie kommt zurück. Wie viel haben wir denn noch? Hier liegt gar nichts mehr drin. Ist hier gar nichts mehr gelagert. Keine Güte vorrätig. Ja, auch nicht. Ist aber schlecht. Da werden wir hier wohl noch mal ein bisschen mehr fällen müssen. Ah, halt schwierig, ne? Einen Tipp geben? Ja, darfst du. Erwachsen geworden? Hier, sind sie erwachsen geworden? Oh, guck mal, Kubi und Mock in einer Hütte. Natürlich, Kubi und Mock in einer Hütte. Früher war eine Hütte einfach nur eine Hütte. Und jetzt? Ich weiß ja nicht. Okay. Hallöchen, Sekutan. Oh. 62 von 20. Da liegt der Rest aber hier draußen rum, oder? Nee. Wir haben das eingelagert. Hm. Aber wenn hier erwünscht steht, warum überlagern sie das dann? Wenn ihr doch erwünscht 20 steht, warum lagern sie denn trotzdem 62 ein? Wasservorrat wegen der Dürre? Ja. Vorhersage unbekannt. Ich hätte gleich gern den großen dann gebaut. 120, na gut, das dauert vermutlich noch, bis ich 120 Wissen habe. Aber ich würde als nächstes Jahr gerne den Erfinder bauen wollen.
Für die Blätter her und die Biber geben dem Baum den Rest. Genau. Ist Mock schon am... Ja, Mock ist schon am Fummeln. Guck. Wieso, was ist denn jetzt hier mit dem Holzscheit? Mock fummelt schon. Sehr gut. Okay. Sippt man rein, sieht ein Aufbauspiel mit Bibern. Zu knuffig. So, warte. Wir bauen den Erfinder. Und den Erfinder hätte ich gern irgendwo hier mit hin. So, bestenfalls. Gut. Braucht, glaube ich, nur ein. Nee, brauchst nicht. Das braucht so. Nee, das braucht zwei Plätze. Hm. Kann man hier noch eins hinmachen? Würde es nicht allzu sehr stören. Machen wir das so. Der hier kriegt eine Priorität. Dann wird der zuerst gebaut. Zumindest rein theoretisch. Das, wenn ich das richtig verstehe. Oh, wie die mit den kleinen Fässern hier hochlaufen. Hast du das gesehen? Hey, Morni. Ich stehe zumindest schon auf der Feedback-Seite. Das mit den Animationen. Ne, mit dem Baufortschritt. Ja. Ja, die Musik finde ich auch schön. Das stimmt. 8 von 12, sehr gut. Und hier müsste noch 0 sein. Genau, das funktioniert sehr gut. Hm. Irgendwas muss in dem Hack gewesen sein. Die Zwiebel. Oh. Ich würde so gern. Kann man nicht wenigstens. So ein Interface aus würde mir ja schon reichen. Ne, das sind die Einstellungen. Warte, die Tasten, Tastaturbelegung. Seht ihr irgendwas von Interface? Hier, Steuerung H. Nee! Na, was nu? Sehr gut. Okay, das ist top. Cola Goldrode, hallöchen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 5 Monate. Du darfst dir einen wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizelle nehmen, damit es dir etwas heimeliger anfühlt. Dankeschön. Und es geht mir gut. Danke der Nachfrage. Wenn niemand was dazu geschrieben hätte. Warte, wieso? Hä? Was? Ich komme da gerade nicht wieder. Oh, guck. Und jetzt noch? Wir haben noch eine Arbeitslosen. Okay, trotz Erfinder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Windshot Fußtaste incoming. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt Wissenschaftspunkte, vermute ich. Genau. Sobald es auf 100% ist, gibt es 3 Wissenschaftspunkte. Inspiriert vom Erbe des alten Kasimir sind Biber-Erfinder stets bemüht, ihre Holztechnologie weiter zu verbessern. Und 20. Wir müssen ja mal gucken, was hier denn eventuell bei 50. 180 Getreidemühle, Bienenstock, Holz, Förster. 60. Wir brauchen unbedingt einen Förster dann. Beim Förster sehe ich mich.
Hat der Rechner wieder rumgepiept? Also das Gehäuse. Tempel, Karussell. Na klar. Bank, Strauch. Oh, guck, ein Strauch. Okay. Blaubeere. Ne, vor allem, das ist auch irgendwie lockt. Du musst Förster freischalten. Ach so, man muss... Ah, jetzt ergibt es Sinn. Okay, also ja, der Förster ist unser erstes Ziel, ne? 60 Wissenschaftspunkte, dann wird der Förster freigeschaltet. Hier, den Strauch habe ich lieber ein, falls Strauch hier einer deiner Viewer ist. Ja, Baustelle fehlen Materialien. Ja, mehr mit der Ruhe. Chill. Bald kriegen wir unsere ersten Karotten. Hi, Isluta. So, da ist der zweite Wassertank fertig. Sehr gut. Ich würde gern sehen können, was wir so für einen Verbrauch haben. Irgendwie eine Statistik. Eine Ressourcenstatistik-Übersicht, wie auch immer. Nee, ne? Ah. Noch ein Wissenschaftler, aber es geht doppelt so schnell. Ne, ich hätte noch... Schon, wir hätten noch einen Arbeitslosen. Einer würde noch gehen. Hm. Ich glaube noch nicht, ist aber geplant. Okay. Macht sowieso keiner schneller Screenshots als drauf. Dafür ja sowas wie ein Rathaus. Naja, wir haben zumindest ein Distriktzentrum. Gründet ein Distrikt mit eigener Bevölkerung, eigenen Ressourcen, isoliertem Fahrtnetz. Komfort, Nahrung, robustes Holz. Oh, guck, die Karotten. Öhrung, ha. Was kriegen denn arbeitslose Biber? Baum Hartz IV? Leh! Oh, es ist so cute, wie es da auch mit der Kiste läuft. Guck da mal. Und mit dem Fässchen. Oh. Unsere ersten Karotten. Es gibt Karotten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Läuft. Ah. Er bekommt Aufstockung. Hey, Gimgorg. Trotzdem auch interessant, denn irgendwann muss man ja an den Bibernachwuchs denken. Ja. Aber die fangen dann irgendwie an, also wenn ich mich ans letzte, also als wir damals die Demo gespielt haben, haben die sich schneller fortgepflanzt dann, als mir lieb war, tatsächlich. Je besser das Wohlbefinden ist, desto schneller pflanzen die sich fort. Ich teile soziale Kontakte, aber es macht den Spaß. Karussell. Ersten Karussell macht Spaß.
Woher können die keinen Spaß haben? Was stimmt mit denen nicht? Die Idee, ein Bibelspiel zu machen, ist schon irgendwie geil. Irgendwann kommt bestimmt der Niemand hat vor, einen Damm zu bauen. Moment. Der holzige Witze heute. Baum fällt. Hey, Alec. Weil die Paare eigene Häuser hatten, ging es los. Ja. Weiß nicht, wie das hier ist. Es gibt ja nicht wirklich Paare. Also du kannst jetzt nicht wirklich sehen, wer hier zusammengehört. Irgendwie. Komfort. Oh, guck mal hier. Lebenserwartung plus 25. Gehgeschwindigkeit plus 5%. Arbeitsgeschwindigkeit. Lebenserwartung plus 30%. Wissen. Arbeitsgeschwindigkeit. 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 Gehgeschwindigkeit. Lebenserwartung. Hey, Kazu. Boah, die ganzen Karotten. Die ganzen Karotten. Es gibt Karotten. Ohne Ende Karotten. Timber! Die Überwunderzeichen trinkst du ja, der war damals super. To be better than one. Nee, 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 nee. Wird sie jemand auf den Schwanz getreten? Sagt Mama Biber zu kleinen Timmy Biber. Hey, Terminus. Das war halt bei den Bienen dann eigentlich Raffzahn. Hey, Freibier Freddy. Gibt es auch Jahreszeiten? Es gibt auf jeden Fall Wetterumschwünge. Also ich weiß, dass es Dürren gibt. Irgendwann kommt eine Dürre. Es ist gut bewässert und am Leben. Das ist schön für die Pflanze. Und die können hier rumtingeln, weil sie nichts zu tun haben, weißt du? Ich glaube, ich brauche noch ein paar. Oder wir fangen halt mit Energie an. Wasserrad. Schlepperposten. Wobei das mit Sicherheit auch nice ist, ne? Oh, warte mal, der braucht Metall, habe ich gerade gesehen, ne? Das ist, glaube ich, Metall. Dieses irgendwas da. Hi, Haldin. Wundersame Bibervermehrung sehen, ja. Das wird ganz spannend. Das ist Abreißen und Pflanze. Oh, Moment, ich wollte den Förster. Ach so, nee, haben wir noch nicht. Kann der nur 30? Sag mal. Nö. Deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühl-Punkte-Rekord erreicht. Hui. Nice. Dass die Biber die Häuser aufessen? Nein. Oh Mann, Heinz. Buh. Ja, auch was klingt aus, sagen wie schwierig der Zusammenhang mit Bibervermehrung. Aber es geht gerade nicht um Bibervermehrung. Da geht's nur. Also die transportieren halt Dinge, Mann. Was ist mit euch? Mach das niedliche Spiel nicht kaputt. Bauernhaus? Haben wir. Grill haben wir noch nicht. Wie wär's mit einem Grill? Grillkartoffeln. Ah, da kann man dann Kartoffeln grillen. Da brauchen wir aber vermutlich Holz, ne? Und noch irgendwas anderes. Was sind denn diese drei Punkte? Ach, das sind die Kartoffeln. Kartoffeln, ein bisschen Holz. Ergibt auf dem Grill 4 gebratene Kartoffeln. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt. Mal einen Grill bauen? Wir sollten vorher vielleicht die ganzen Häuser bauen, oder? Ah, nee, können wir nicht, weil uns die Treppe noch fehlt. Da war ja was.
Treppe. Ich glaube, ich brauche echt noch einen Erfinder. Brauchen wir noch einen Erfinder? Ich glaube, wir brauchen noch einen Erfinder. Dann haben wir zwei, dann geht das flott. Den setzen wir da ran, an die Ecke. Dann haben wir das hier hinten gut genutzt. Ah. Kartoffeln! Gegrillte Kartoffeln! 5 aufdachlose Biber, wenn es im Winter kalt wird, bibbern die bestimmt. Oh, Watership Down hat meine Kindheit. Also ist für mich ein Kindheitstrauma. Stack Overflow. Also ja, natürlich. Kenne ich das. Hi, Yarin. Andere Spezies, die man spielen kann, so Eichhörnchen, Waschbären. Nein, es gibt Biber. Und wir können uns noch einen anderen Stamm freischalten. Ich meine, das Spiel heißt Timberborn. Keine arbeitslosen Biber im Distrikt war... Achso, ja. Na, können wir vielleicht... Wir können doch eigentlich einen bei der Sammlerhütte hier abziehen, oder? Kann ich das nicht... Kann ich nicht... Ausgeschaltet. Kann da nicht der eine Sammeldude... Ja, jetzt kann der eine Sammeldude Erfinderin. Okay, perfekt. Ist ein Biber gestorben? Nein! Valetzhaf starb an Altersschwäche. Oh Gott, nein. Uns ist ein Biber gestorben. Ich meine, Altersschwäche geht ja noch, aber könnt ihr dann mal jetzt anfangen, hier rumzu... Hallo! Komm, checke. Seebestattung? Keine Babys in Produktion, wenn nicht genug Häuser. Das weiß ich nicht, ob das an den Häusern liegt. Ehrlich gesagt. Ich meine, wir können ruhig mal ein paar mehr bauen. So. Hi Jeffro, Vermehrung nur in Häusern. Ja wirklich, Biber vermehren sich nicht in der freien Natur. Das ist ja logisch. Konnte ich da nur was anderes erwarten. Ist aber auch. Es fehlt ein Zahnarzt. Ich wollte gerade fragen, ob es einen gibt. total abgedreht, die Ideen zu haben. Ja, das stimmt wohl. Das ist auch okay, denke ich. Sammelkarten sammeln anfangen. Ja, wirklich. Snoo-Snoo-Time. Würdet ihr bitte... Oh. Guck mal. Glücklicher als je zuvor. Wird immer besser. Wird immer besser. Oh, guck mal. Yalgin und Sabishi sind hier alleine in dieser Hütte. Na, da sehe ich doch. Wieso ist denn das? Ach, oh, die haben den Text hier gespiegelt. Die sind so genial. Das ist, weißt du, das ist so ein Detail, was ich gerade mega sweet finde. Guck mal, man kann ja eine Hütte bauen. Ja, da steht hier, früher war eine Hütte einfach nur eine Hütte. Und jetzt, ich weiß ja nicht, Oma Mangonella. Ja, und es gibt eine Hütte gespiegelt. Und jetzt guckt euch mal hier unten diesen Kommentar an. Das sind so Sachen... Ja, das ist schon irgendwie nice. Gerade die Emotes nicht geladen werden, selbst nach Reload? Nee. Bei mir, ich habe Emotes. Im normalen Twitch-Chat und auch im Mobot.
Nicht Mobot, Chatty. Was für ein Altersunterschied? Na und? Interessiert ihn das? Boah, wie die Karotten weggefressen haben. Das ist ja übel. Zack, sind die ganzen Karotten weg. Das gibt's ja nicht. Die können doch nicht so schnell so viele Karotten wegfressen. Das geht doch nicht. Ich glaube, wir müssen mehr Karotten bauen. Anbauen. Das ist ja übel. Packt's. Der hatte gerade, boah, voll viele Karotten da. Zack, alle Karotten weg. Das ist schon ein bisschen strange. Gut. Hey, Chris. So, guck mal, wir haben jetzt hier rein theoretisch Platz für 5 frische Biber. Vermehret euch. Go, go, go. Was verbraucht denn so ein Biber? Ja, das weiß ich nicht. Wie viel so ein Biber am Tag verbraucht. Aber offensichtlich ziemlich viel. Ja, wir können auch noch Kartoffeln schon mal anpflanzen. Schaden tut's nicht. Können sie halt noch nicht verarbeiten, aber das ist ja auch erstmal zweitrangig. Vegetarische Biber für die Muschelzucht und der Angler. Fortpflanzung ist schwierig. Sie müssen erst einen Partner mit genügend Holz vor der Hütte finden. Wir werden definitiv den Grill bauen. Weil die Frage ist, wer den Grill benutzen soll. Ja, vielleicht dann einfach einen Holzfäller weniger oder so. Oh Gott, Chat, was ist denn los? Das ist ja furchtbar. Grüner Pfeil musste aktiviert werden, um Nachwuchs zu erzeugen? Frag für einen Freund. Was für ein... Was meinst du? Was für ein grüner Pfeil? Der hier? Jetzt hatte ich die hier gerade kurz rausgeschmissen. Nee, das ist nur... Damit schmeißt du Leute aus der Hütte. Stoppst die Produktion sozusagen. Ja, sehr gut. Förster. Jo. Okay. Oh, der braucht aber auch Metall, oder? Nee, Planken. Sägewerk. Oh, für ein Sägewerk brauchen wir aber erstmal Strom. Okay. Also erst Energie. Können wir denn... Naja, wobei, wir könnten das auch hier unten machen. Energy... Ein Wasserrad. Das steht ja sinnvollerweise... Steht ein Wasserrad im Wasser, oder? Also ich dachte, ich frag mal. Aber sinnvollerweise steht doch ein Wasserrad im Wasser. Oder? Sollte an einem Flussufer im Wasser platziert werden. Gut. Ja, das dachte ich mir. So, das Ding hier braucht dann Strom. Und ich weiß noch nicht so richtig. Vor allem habe ich ja eigentlich hier oben unser Holzlager. Das heißt,
Rein theoretisch müsste ich das, wenn dann, hier oben bauen. Also ich müsste bis dahin die Energy. Dingensen. Wenn es allein stehen würde, wäre es ein Landrad drauf. Lass mal das hier fertig. Und nehmen dann hier einen Arbeiter weg. Damit wir da oben einen haben. Der sich darum dann kümmert. Nö? Oh, 50 Holzscheite. Schon Obi gebaut? Nee. Gewässer wäre noch besser. Sie ist im Nährfall so sehr eher mittel. Das ist ein fließendes Gewässer. Das ist ein Fluss hier. Das ist ein Fluss. 66 Fälschungspunkte. 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 Nice. Ich glaube, wir haben schon wieder kein Holz mehr, ne? Ungefähr. Peter, Mann. Erste Angestellte im Obi heißt ein Obi-Wan und im Nie. Mit einem trotzdem Erlaubnis auf dem Trockenen zu bauen, ja. Naja, du bist halt dann selber dran schon. Vielleicht hast du dir ja was dabei gedacht. Das auf dem Trockenen zu bauen. Oh ja, guck, wir haben ein Jungtier. Oh hier, Kupi und Olkaf. Olkart. Haben Gamji. Guck hier, da ist es, das Kleine. Guck, ein Mini-Kup. Das ist ein Mini-Kup. Förster erfälscheln haben wir schon. Ich hab den schon erfälschelt. Das ist Mini-Kup. Warte. Mini-Kup. No. Ganz der Papa, guck dir mal. Oh, wie cute. No. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, komm, jetzt machen wir hier ein bisschen hin. Wir brauchen Holz. Wir haben sowieso noch keine Kartoffeln, oder? Das heißt, wenn ich den hier erstmal rauskicke, vorübergehend, dann können wir den hier einsetzen. Der ein bisschen Holz mitliefert. Hallöchen, der Tod. Nächste Baby, der Mini-Strauch. Ich hoffe ja noch auf einen Mini-Mock. Hier, ne? Mini-Mock fehlt noch. Und Mini-Bishi dann. Hey, Barney. Also Essen ist hier echt so eine Geschichte, ne? Ich glaube, wir verhungern vorher. Oh nein, die Karotten sind reif. Ein Glück. Dürre? Ich bin, glaube ich, eine Dürre.
Dürre kommt. In 3 Tagen höchstwahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe. Oh no! Ich weiß halt nicht, wie lange so eine Dürre bleibt, ne? Das ist die Frage. So. Pause. Sammeln. Ein bisschen essen. Bleiben, bis sie genug zu essen bekommen hat. Oh, was ist denn mit euch? Ich habe ein bisschen Angst. Bin noch nicht fertig. Hier muss noch gebaut werden. Fertig. Okay. Dann brauchen die Kartoffeln noch. Ah, die brauchen schon noch ein bisschen. Das Windrad ist fertig. Nice. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt ein Sägewerk. Dann bauen wir das mal hier oben hin. Quereinsteiger, bin hier, weil ich gucken wollte, wie das Spiel ist. Alles gut. Sprüche, als wäre Freitag. Ja, wirklich. Freitag, sehr spät Abend. Und ich Portion flachen Humor wird trotzdem gespielt. Hallo, Hoshi. Wann kommt die Dürre? In 1,8 Tagen. Steht da. Hier. Oben. Steht es. Noch ist es ja an der Grenze des Ertragbaren. Das stimmt, ja. Brauchen dann hier bestimmt irgendwas, was den Strom nach da oben bringt, ne? Hi, Shizum. Macht aber auch keinen Unterschied, ob die Bio auf dem Weg laufen oder nicht, oder fällt mir das nur nicht auf? Nee, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also von, was die Geschwindigkeit jetzt angeht, meinst du? Nee, aber die Wege sind Grundvoraussetzung dafür, dass die Gebäude benutzen. Tatsächlich, wenn die Gebäude nicht an Wege angeschlossen sind, funktionieren die nicht. Hallo One and Only Shadow, hallo Nemo Puck. Das ist echt noch so ein Ding. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier. Trägt Energie. Nicht so genau, wie das funktioniert. Aber das kommt schon noch. Wer durchs Dorf eine Antriebswelle ziehen? Ja, das weiß ich. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen muss.
Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn man, wenn man keine Bäume mehr hat? Dann hast du, glaube ich, ein Problem. Also ich meine, es gibt ja hier noch welche und hier. Es gibt schon noch ein paar. Baut man normalerweise direkt an das Wasserrad. Na, aber das wäre doof. Die müssten von hier oben das Holz wieder nach da unten schleppen. Ich muss das bestimmt gleich wieder abreißen, wenn ich das falsch gemacht habe. Wenn wir bestimmt so ein Energierad brauchen oder so. Ach nee, das ist die Notfallenergiequelle. Ich muss bestimmt echt eine Antriebswelle bis da hoch. Aber das kann ich doch nicht, das geht doch nicht. Aber es ist echt so, das ist der... Ach scheiße, das ist wirklich so. Warte mal. Wie bitte? Auch das ganze Holz weg, ne? Das ist auch bitter. Das ist richtig bitter. Aua. Könnten Sie das irgendwie, könnte man, also wenigstens so eine Hälfte oder so? Wäre nice. So, warte. Und wenn ich das jetzt direkt hier dran baue, das darf ich dann aber auch nicht, ne? Ich muss bestimmt wenigstens eine so eine Verbindung machen. Und das geht nicht. So rum. Wäre korrekt, ne? Ich glaube so und dann das Sägewerk dran. Würde ich vermuten. Hoffentlich. Eins, zwei, drei. Ne, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das hätte ich bestimmt noch umbauen müssen. Naja, ist erstmal so. Gibt es kein Verschieben? Ist nur ein Abreißen, aber kein Verschieben in dem Sinne. Oh, guck mal, Mini-Sami. Rudom. Und wir haben hier noch ein Minimi. Guck da. Yay. Ja, Keksi. Zu viele Biber, kein Problem. Wir haben einen Grill. So, jetzt fehlt uns natürlich massiv Holz. Aber naja. Machst du nix. Ich hoffe halt wirklich, dass die Dürre nicht allzu lange bleibt. Wenn du noch eine Sachen am Strom anschließen willst, dann musst du das umbauen. Dann mache ich hier dann, statt dem Ding, mache ich dann so ein T-Stück hin. Aber jetzt reicht es ja erstmal. Ja, vorausschauender wäre gewesen, gleich ein T-Stück hinzumachen. Du Artischockendame? Bitte was, eine? Das Baby ist schon... Oh ja. Ja, ja. Das wird hier Mini-Coop sein. Guck mal, Mini-Coop ist auch ausgezogen. Direkt. Mini-Coop ist jetzt bei Kisi und Mokka eingezogen. Das geht also nicht. Was soll das denn? Oh, die Dürre ist da. Die Musik direkt gefährlich. Und oh nein, hier meine Ernte.
Die Feld der Kartoffel ist unendlich. Biberspruch. Nein, die stirbt in 0,8 Tagen. Oh nein, da geht die Ernte kaputt. Oh, wie bitter. That's not good. Not the good. Not the good. Not the good. Guck mal, hier hinten ist noch ein bisschen Wasser geblieben. Beim See, das ist offensichtlich dann nicht gänzlich weg. Fluss ist trocken, ja. Ja, hoffentlich bleibt die nicht. Die bleibt 3,5 Tage. Ist übel. Benötigt Energie. Ja, jetzt haben wir natürlich auch keine Energie, logischerweise. Das ist logisch. Wasser wird übel. Yep. Das ist definitiv zu wenig Wasser. Jetzt ist auch, guck mal hier, das wird immer schlimmer. Jetzt ist ja auch nur noch so ein kleiner Fleck. Ja gut, das wird jetzt kritisch. Wir haben noch 37 Wasser. Das wird nicht reichen. Kann man Wasser lagern? Ja, na, wir haben hier zwei Wassertanks, kleine. Aber das wird wohl nicht reichen. Ich kann nur hoffen, dass niemand verdurstet. Wohnen, Hütte. Ich brauche dann ja auch noch Platz für die Treppen, ne? Glaube ich. Die Musik macht mich fertig. Nächste Dürre, dann einen Staudamm vor der Wasserentnahmestelle ziehen. Hilft auf jeden Fall. Das Wasser reicht. Ja, es wird vermutet, es wird knapp reichen. Vielleicht. Viel Glück. Wo haben wir denn jetzt die nächsten Häuser hin? Ich glaube, ich lasse einen Abstand. In weißer Voraussicht, dass es Treppen gibt. Apropos, können wir die Treppen nicht eventuell schon freischalten? Holztreppe 70, klar. Brauchen aber auch Holzplanken. Yay! Plattform. Mhm. Treppe. Na, dann nehme ich hier diese cute Treppe. Ja, wenn wir jetzt hier die Häuser drauf bauen, brauchen wir nämlich da immer noch einen Platz, wo wir die Treppe irgendwo hinsetzen können. Oh Mann. Das ist nicht gut. Wir sind bei der Hälfte der Dürre. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Plattform dazwischen, dann nur eine Treppe. Aber dann hast du doch trotzdem zwei Felder belegt. Also ja, schon. Aber du hast trotzdem zwei Felder auf jeden Fall belegt. Weil hier noch ganz, also ein kleiner Wasserflecken ist. James, da.
Die saufen aber auch viel, ja. Und jetzt machen sie es alle auf jeden Fall. Und jetzt ist halt die Frage, wann haben sie so viel Durst? Ja, das wird jetzt hier kritisch. Guck. Jetzt werden sie durstig. Werden sie richtig durstig. Also jetzt sind sie alle durstig. Jetzt können wir bloß hoffen, dass es noch irgendwie aufgeht. Weil ich kann nichts tun. Ja? Cobridge. Kann man die nicht zur Pfütze schicken? Nee. Leider nicht. Bewässerungsturm. Misst die Wassertiefe. Leitet Wasser ab. Zwei verdurstet. Minikoop ist verdurstet. Oh nein, es tut mir so leid. Cobridge, danke fürs Wasserflaschen von Wiesentroll. Wiesentroll ist damit im 46. Monat im Kokon und kriegt... Warte, ich komme gleich drauf. Ein Klingelschild. Ein wundervolles eigenes Klingelschild. Dankeschön, Courage. Oh Mann. Komm, jetzt gib mir endlich das Wasser zurück. Oh nein! Oh nein! Vier verdurstet! Oh nein! Belgua, Bishi, Mokka und Kupi verdurstet. Der läuft. Der läuft. Und der nächste. Oh nein! Mich beschleicht das Gefühl, wir müssen von vorne anfangen. Ich kann mich irren. Vor allem ist halt auch immer noch kein Wasser da. Was? Sterben bei Raupe? Ah. Oh, jetzt. Toll, jetzt ist derjenige, der Wasser holen sollte, gerade verdurstet. Das ist ja schön. Könnte irgendjemand sich ums Wasser kümmern? Hier irgendwie eine Priorität einstellen. So, hallo, es wäre voll schlau. Hey, Hero. Das Spiel hat viel Humor. So, warte. Einmal den Cast ausgewechselt. Naja. So, pass auf. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Ordnung in das ganze System. Wir brauchen niemanden, der gerade im Sägewerk arbeitet. Einen arbeite hier. Ich hätte gern. Ich würde es toll finden. Wenn bitte irgendjemand bei der verfluchten Wasserpumpe arbeiten würde. Wir haben vier Erwachsene. Hier, es ist doch einer arbeitslos. Wieso kann der eine Arbeitslose nicht bitte bei der Wasserpumpe arbeiten?
Nicht dein Ernst. Irgendwie, also ich habe das Gefühl, es ist jetzt... Ich glaube, wir müssen aber von vorne anfangen. Verdammt! Gibt es denn noch Männchen und Weibchen? Nee, tatsächlich nicht. Also, alles was Neues! Let's do it again! Warte. Hier. RIP! RIP! Wir machen ein neues Spiel. Wir spielen in Planes. Wir spielen auf normal. Und wir brauchen definitiv mehr Fässer. Ach ja. Dann nicht als Speicher nutzen, den Dammwerk bei der nächsten Dürre einen wieder hinbauen. Das weiß ich nicht. Oder ein Safe Game? Ja, man hätte auch ein Safe Game laden können, aber das ist doch, man lernt doch mit jedem Speicherstand. Also ich finde es irgendwie meist dann gar nicht so verkehrt, vor allem am Anfang, wenn man dann einfach nochmal neu anfängt. Hi Schmund. Teddyzähneplage. Das hilft, um direkt trinken zu können. Ja, musst du aber auch erstmal freischalten. Und da wir ja jetzt wieder am Anfang stehen, dauert das einen Moment. So, warte. Bäume fällen. Und zwar... Hier so. Und einmal... Hier so. Und ich brauche 2 Sammlerstellen für Holz. Was? Aha, interessant. Ich glaube, ich genauso. Das fand ich ziemlich praktisch eigentlich. Wobei wir ja gelernt haben, dass das Holz unten... Naja, wobei, das ist eigentlich... Das, ja, Bretter braucht man dann auch nicht so dringend. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn das weiter entfernt ist. Warte mal, jetzt machen wir hier erstmal einen Sammler noch hin. Könnte man die ja auch beide hier hinbauen, oder? Also, wenn wir jetzt hier den Pfad erweitern, die rennen doch dann trotzdem dahinter, oder? Und sammeln das hier. Und die müssen dann halt hin und her rennen. Aber die sammeln das ja eh ziemlich schnell weg, wenn man mal ehrlich ist. Aber vielleicht will ich mir das hier auch aufheben, ne? Um wirklich den Damm zu brechen, um hier Wasser drin zu haben. Hm. Hm. Ich glaube, wir machen das wieder so. So. Ach so, hier unten hätte ich ja gerne noch den Holzfäller. Ja, machen wir vorerst so. Können Sie eigentlich schon mal bauen? Ne? Direkt zum Start. Sehe ja keine 4000 Dollar ein. Ist mal wieder Biber benennen. Stimmt. Das können wir machen. Ende dich wieder, Sabichi.
Upi. Marke. Ich glaube, ich habe noch nicht alle. Oh, guck mal, da hockt noch einer. Das bin ich. Man sieht's ja schon. Die Faule hockt wieder einfach noch. Na, was nu? Hi, Lucius. Tengri, ich pausiere dort einfach erstmal. Hallo Quakine, es kommen jetzt ganz, ganz viele, den September, also das hatte ich auch schon angekündigt, September kommen ganz, ganz viele neue Spiele. Und, so Early Access Geschichten, wie zum Beispiel Boy Train, oder jetzt auch Timberborn, ja, das ist genau das Gleiche, die spiele ich üblicherweise an. Da mache ich ein paar Streams, schaue mir die Spiele an und dann warte ich, also dann pausiere ich das, vor allem wenn das so Endlos-Spiele sind. Void Train ist ja auch ein Endlos-Spiel. Das hat ja nicht wirklich ein Ende, das Spiel. Ja. Und dann warte ich, bis sie released werden. Hey, Minimal. Hallöchen. Hey, Quakine. Hey, Kalimchor. Die 10. Plage, danke für den Resub. Danke für 39 Monate im Kokon. Du bekommst den 3. Stein für den, Kamin. Dankeschön. Du musst gar kein Geld spenden, ja, für Elix. Ich kann dann gerne nochmal gucken. Wir haben bestimmt noch ein paar Umbenannte. Ich habe mir jetzt einmal bloß mal so aus Spaß benannt. Ja, guck. Elix. Eben, willst du so dringend vor Dursten? Stelle dir diese Frage. Möchtest du das wirklich unbedingt? Ich würde sie hier gerne hinbauen. Brauchen halt auch Häuser, damit wir Nachwuchs kriegen. Das ist alles so ein bisschen... Ach, ich weiß immer nicht. Du brauchst halt gefühlt irgendwie alles. Und zwar alles sofort. Also irgendwie war meine Aufteilung vorhin besser. Aber hey. Kann halt nicht alles haben. Hm.
Ja, nicht der harte Arbeit, mein Ding. Jetzt adoptiere ich mich auch noch gern. Warte, muss ich gucken. Felix? Onkel? Onkel arbeitet noch gar nicht. Onkel ist noch klein. Weiß gar nicht. Oh hier. Warte, Seite. Ich glaube, ich hatte mir damals eine Liste gewünscht, der Biber, oder? Zum einfacheren Benennen. Bin ziemlich sicher, dass ich mir das damals gewünscht habe. Aufteilung, deswegen hat das Spiel auch so gut geklappt. Naja, die Unterteilung irgendwie von den Gebäuden fand ich besser beim letzten Mal. Aber naja. Wie ist das? Wir brauchen ein Lager, ne? Fällt mir gerade auf. Erstmal das Bauernhaus, wo wir dafür gar keine Leute haben. Ist eigentlich auch übel. Du hast rein theoretisch hast du nicht genug Leute. Also Biber. Strauchi ist erwachsen geworden. Sehr gut. Jetzt packt Strauchi auch endlich mal mit an. Nee, Tag 1, 2 war das schon, am Vortag schon. Sehr gut. Ich doch von der Rolle mal moin. Das wird aber auch mal Zeit hier. Sehr gut, jetzt haben wir das kleine Lager. Auch das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben ein Bauernhaus, da arbeitet nur noch keiner. Ich würde den einen Sammler hier wegnehmen und der soll dafür als... Genau, der arbeitet dann nämlich im Bauernhaus. Sobald wir die Treppe können, bauen wir die Treppe. Damit die hier dann zumindest erstmal nicht mehr aus dem Wasservorrat trinken. Das ist ja quasi momentan der Fall. Die trinken immer aus dem Wasservorrat. Was ziemlich sackt. Ja, Häuser für mehr Biber. Ja, wir müssen definitiv dann mehr... für mehr Biber sorgen, aber erst müssen wir für Wasser sorgen. Wenn wir nachher wieder verdursten, hilft mir das gar nicht, wenn wir ganz so viele Biber haben. Weißt du? Cobridge, danke fürs Zwangsverflauschen von Gelibir. Gelibir ist damit im 16. Monat im Kokon und darf sich Posterbilder und Plakate in der Gummizelle aufhängen, damit es sich Aber eine Wand bleibt bitte frei für ein riesiges Flauschraubengemälde. So rum war richtig. Dankeschön, Cobridge. Ich höre dich nicht. Bitte was? Erst nach der Dürre zu brüten. Nee, aber dann sterben die mit... Die sterben mir ja weg. Die sterben mir dann an Altersschwäche. Ich brauche Leute, sonst... Die Dürre ging 3 Tage, oder? Ja, ich glaube.
Ich glaube schon, ja. Bauen wir uns hier erstmal zwei Kanister hin. Das ist so rutschig. Robert rutscht häufiger mal ab. Lix ist auch erwachsen geworden. Sehr schön. Vergiss die Holzlager nicht. Ja. Immer auch noch. Ist gerade nur echt wichtig, dass wir Wasser kriegen. Zwanzig kommt ja. Früh möglich einen Damm gebaut, ne? Aber muss das nicht trotzdem zwei tief sein? Das muss doch trotzdem zwei tief sein, nur weil ich dann hier, also... Ich verstehe nicht, wie mir der Damm groß helfen soll. Wenn eine Dürre ist, ist halt eine Dürre. Verstehe ich nicht. Das heißt, du hast hier einen Damm rundherum gebaut? Hier so rundherum oder wie? Das ist nicht gleich alles durch. Das heißt, hier so den Damm hinbauen. Hier so quer rüber. Oh, super viel Holz. Hi, Stormbrother. Holzbedarf ist halt immens, ne? Ich sag's nur. Bei Pumpen halt drei Tanks gehabt, das hat gereicht. Aber ich wäre auch mit drei Tanks nicht hingekommen, glaube ich. Also nur unglaublich knapp dann. Also mit drei vollen kleinen Tanks. Ist auch bei weitem nicht gereicht. Ich denke auch, dass das nicht genügt hätte. 12 bis 15? Das ist Schwachsinn. Danke. Das ist ja Quatsch. So noch durch, aber in der zweiten habe ich ohne Damm immer verkackt. Okay. Nein, ich war doch dann zu Ende beim Tag.
eigentlich. Also ich hatte die Dürre schon fast überstanden. Wir sind zwar vorher dann schon ein paar verreckt, aber das war im Prinzip schon Ende der Dürre, Onkel. Also deine Schätzung mit 12 bis 15 Tanks ist viel zu übertrieben. Huch. Das ist wirklich too much. Jetzt haben wir das. Bald können wir rein theoretisch die Treppe bauen. Juhu. Ja, alles gut, minimal. Alles in Ordnung. So, gleich haben wir unsere 60 Punkte. Ich freue mich schon. 70, meine ich. Komm, 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 komm. Gib, 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 gib. Geht doch. Okay, und dann machen wir jetzt hier eine kleine cute Treppe hin. Und dann können die sich da Wasser holen. So. Großen Wassertanks brauchen halt 120. Dauert halt eine Weile, bis du so viel hast. Irgendwie das dringende Bedürfnis, noch für mehr Nahrung zu sorgen. Auch nicht warum. Overlay sieht jetzt viel hübscher aus. Ja. Hi, Tagi. Auch die Treppe nicht planken. Ja, du hast natürlich recht. Ja, das braucht sie. Mann. Alter Nika. Ah, diesmal machen wir auch gleich ein Teestück. Na, was nu? Ah. Bin erwachsen geworden, endlich Bier trinken. Hey Guagama, wunderschönen guten Abend, danke dir für den Reset. Dankeschön für 32 Monate im Kokon. Warum heißt der Money kommt bei dir vorbei, schlägt ein Loch in die Wand. Leider wurde das Fenster noch nicht geliefert, das heißt, zu deiner eigenen Sicherheit wird es vorübergehend mit Eisenstäben abgedichtet. Dankeschön. Ja, kann man mir einen Planken schicken, bitte? Oh, Planken gerade. Das Schlimme ist, dass uns halt auch bald die Biber wegsterben werden. Also die ersten werden vermutlich bald schon wieder sterben.
Das ähnelt so ziemlich jedem Aufbauspiel, Stormbrother. Weil Aufbauspiele sich... Guck mal hier, der erste ist schon gestorben. Seitam starb an Altersschwäche. Toll, Seitam. Ja? Toll. Weißt du? Kannst dich vielleicht mal bitte ein bisschen zusammenreißen? Ja? Super, Seitam. Super. Wirklich. Herzlichen Dank. Ja. Hier braucht halt jetzt auch keiner arbeiten, wenn wir hier jetzt sowieso keinen Baum rausziehen. Wobei, der rennt hier halt echt hin und her dann, ne? Der holt dann von hier Holz, schleppt das hier rüber, damit die das wieder dahin tragen. Das ist total ineffizient. Weil er gestorben ist, ist es noch lange kein Grund, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Frechheit! Direkt abmahnen. Genau so. Direkt die Abmahnung raus. So geht das hier nicht. Wo kommen wir denn da hin? Also wirklich. So, wie bauen wir denn das jetzt? Wir würden jetzt hier einen Pfad reinziehen. Hätte man hier eine Treppe. Hier das nächste Haus. Und dann könnte direkt eins dran, rein theoretisch. So, da eine Treppe und hier könnte direkt eins dran, weil hier dann die nächste Treppe kommt. Die Häuser nach hinten, nicht dahin, wo grün ist. Ja, könnte man auch. Ja, könnte man. Oh, guck, die Kartoffeln sind fertig. Nice. Bye bye, Eggy. So. Sehr gut. Wo sind Kartoffeln? Da. Das hier läuft jetzt. Nachfrage im Netzwerk. Ist 50, ne? Genau. Das heißt, das hier läuft jetzt. Das heißt, wir kriegen Planken. Sehr gut. Hier ist schon die erste Planke drin. Oh, es läuft. Die zweite schon. Sehr schön. Dann bauen sie auch das Haus hier schon. Na? Wir sind quasi so weit, wie wir gerade eben waren. Nicht ganz. Irgendwie haben wir gerade ein Essensproblem, aber... Es liegt tatsächlich daran, dass wir vorhin, glaube ich, noch mehr Karotten angepflanzt hatten, ne? Wir sind irgendwie noch deutlich mehr Karotten hinterhergejagt. Gerade eben passiert, wir sind verdurstet. Es gab eine Dürre und da sind wir alle verdurstet, weil ich nicht genügend Wasser hatte. Wir hatten nur zwei Wasserfässer volle und das hat nicht gereicht. Jetzt probieren wir das dann mit vier vollen Wasserfässern und ich hoffe, dass das reicht. Seitam starb... Achso, nee, das hat man ja schon. Das Seitam an Altersschwäche. Seitam ist faul. Seitam hat halt keinen Bock mehr. So.
Sag mal, so wie es ist. Man könnte halt auch noch ein Kartoffelfeld machen, ne? Also dann haben wir im Prinzip, haben wir dann immer versetzt Karotten und Kartoffeln. Also immer so ein bisschen im Versatz quasi. Das ist ganz gut. Vor allem machen die Bauern jetzt sowieso wieder nichts mehr, ne? Da es nichts zu tun gibt gerade. War schon in Rente, genau. Seitdem hatte einfach Angst vor der Dürre. Ich glaube, seitdem hat einfach Angst vor der Dürre. Dazu, Seitan. Du, pass auf. Wenn wir das jetzt hier oben drauf setzen und da so, dann können wir... Ah, verdammt, ich habe die Plattform noch nicht. Vor allem ist das jetzt auch ganz blöd gebaut, tatsächlich. Vor allem auch echt falsch. Auch die Plattform erst noch. Vorher kann ich das so nicht machen. Ein Haus spiegeln? Ja, ja. Durchaus, aber ich brauche ja trotzdem die Plattform, ne? Sonst funktioniert das nicht, wie ich das machen möchte. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Fettfinger Farmian, danke für den Follow. Wir haben gleich kein zu essen mehr. Diesmal verhungern wir. Oh, guck hier oben. 3 Tagen kommt die Dürre. Ich mache mir gerade eher Sorgen, dass wir gleich kein Essen mehr haben. Das ist doch Mist, ist das doch. Irgendwas ist halt immer. Da passt hier dann trotzdem rein theoretisch noch ein Haus hin, ne? 1, 2, nee, passt nicht. Dann mache ich es hier hin. Vielleicht direkt neben das Lager. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Okay. Könntet ihr nicht aus den Tanks trinken, Leute? Es wird nicht aus den Tanks getrunken. Ihr habt eine Treppe. Benutzt die halt. Wozu habe ich euch die Treppe gegeben? Bah! Kürzester Weg ist wahrscheinlich, ja. Verhungert, ja, weil Ironie. Warum gleich so aggressiv? Weil sie nicht das tun, was ich will, dass sie tun. Die verhungern. Nein, warte, wir kriegen Karotten ins System. Ach, sehr gut. Immerhin. Wenn's, wenn die Bauern wieder arbeiten. Die nehmen nur den einfachen Weg, würde ich auch machen. Die Faulen. Kommunen leben hier auch, ne? Könntest du eine Umgehungsstraße bauen? Ich kann das Sägewerk schon mal auf Pause stellen. Wir haben 9 Planken, das reicht erstmal. Na, was nu? Gute Nacht, Barney. Bis morgen. Violence. Danke für den Resub. Dankeschön für 5 Monate. Du darfst hier einen wichtigen privaten Gegenstand mit in die Gummizellen nehmen, damit es sich etwas heimeliger anfühlt. Dankeschön. Danke.
Na, das klappt diesmal, hoffe ich. Ich speichere mal noch vor der Dürre. Warte. Wollen wir das nicht alles markieren? Ach so. Vor der Dürre. Oh, schauen wir mal. Sehr gut, jetzt sollten wir rein theoretisch Kartoffeln herstellen. Aber wir brauchen direkt 30 Kartoffeln. Nee, das wäre ja auch kacke. Nee, das geht besser. Okay. Oh, das gibt richtig viel Food. Das mit den Kartoffeln lohnt sich halt wirklich. Glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich... Wie die halt die Grillkartoffeln instant weggegessen haben. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Wir hatten gerade mega viele Grillkartoffeln. Das gibt's ja nicht. Die machen mich fertig. Wirklich. Die machen mich fertig. Ja, gele Bier. So macht man das, wenn man keinen Dunst hat. Dürre hat begonnen. So, da ist das Wasser weg. Ihr erntet bitte noch, was zu ernten geht. Hier können wir erstmal pausieren, weil hier ist jetzt sowieso kein Wasser mehr. Niemand hat vor, einen Damm zu bauen. Verfressene Jugend. Dann hätte ich alter Bibel eine Woche leben können. Ja, wirklich. Wirklich. Brauchen die dann auch weniger Nahrung und Getränke? Das glaube ich nicht. Ist alles vertrocknet? Ja. Also die können jetzt noch das retten, was fertig ist. Also das, was bei auf 100% fertig ist. Aber alles andere vertrocknet mir jetzt. Mhm. Bisschen sehr bitter. Aber man hat später Bewässerungssystem und so, habe ich gesehen. Grinsegesicht! Danke dir für den Resub. Da, Geld für Kartoffeln! Dankeschön. Danke für 15 Monate. Du darfst Igor in deine Gummizelle bestellen. Nimm deine Getränkewünsche mit. Wenn du Glück hast, bringt dir Igor irgendwann, was du bestellt hast. Dankeschön. Danke, danke. So, also eigentlich das Einzige, was wir jetzt machen können, ist ja, Zeug sammeln. Ehrlich gesagt, weil es gibt tatsächlich nichts anderes zu tun, als Holz zu sammeln. Das heißt, ich würde hier tatsächlich noch eine zweite Holzsammelfahne hinmachen. Hier mal pausieren. Das ist auch pausiert. Kartoffeln haben wir, glaube ich, gerade nicht mehr. Ne? Die haben die alle verarbeitet. Ja. Rohkartoffeln haben sie verarbeitet. Das heißt, wir können auch das hier pausieren. Und dann können mir hier zwei Leute... Auch beim Sammeln gibt es doch eigentlich gar nichts mehr, oder? Kann da auch nichts mehr passieren. Heißt... Boah, was anderes geht halt jetzt nicht. Aber wir können die Plattform... Endlich... Und so. Und so. Und dann können wir da eine Hütte drauf bauen und die gespiegelte Hütte. Und dann passt das. Cute. Ah, hast du schon einen namens
Justin. Hey, Frodon. Beaver Command? Ja, ne, es ist halt falsch. Und hi, Efter. Beaver mit IE ist halt falsch. Kuschelcat, danke dir für den Resub. Danke für 3 Monate. Du bekommst Licht in die Gummizelle. Du musst noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten, bis dann das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Habe ich das schon gesagt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Jo, wo finde ich? Nö, gut. Glück gehabt. Nicht verbundenes Gebäude. Ja, ja, wartet doch mal ab. Wie nicht verbunden? Jetzt müsste es doch aber verbunden sein. Hä? Wieso funktioniert denn das nicht? Ah, ich muss ja noch einen Pfad drauf bauen. Ah, okay. Okay, das ist fein. Genau, ne? Jetzt ist das hier. Okay. Kannst die auch buddeln lassen? Ich habe Sprengstoff gesehen. Ich glaube, man sprengt dann. Also nicht wirklich buddeln in dem Sinne. Ich habe hier hinten, habe ich irgendwo... Wo war denn das? Schredder. Druckerpresse. Papierfabrik. Ich habe irgendwo, habe ich... hier. Sprengstofffabrik. Hier werden aus Papier Sprengstoffe hergestellt. Und Dynamit zerstört den darunterliegenden Geländeblock und lässt benachbarte Dynamitladungen hochgehen. Genau, Wasserbett tiefer machen. Ja, denke ich auch. Oder wenn man so irgendwohin noch einen Fluss ziehen will oder so. Ja. So denke ich, ist es gedacht. So. Wir haben noch 100 Wasser. Ich glaube, die Hälfte ist rum. Jetzt geht es nochmal ordentlich runter. 87. Ich glaube, diesmal passt es aber. An der Treppe im Wasser vielleicht auch einen Pfad bauen? Nee, das glaube ich nicht, weil die Treppe war nicht das Problem, sondern oben die Plattform. Ja? Plattform war ja das Problem. Obwohl ich gar nicht mit Prime abonniert habe. Bin verwirrt. Nee, das Prime-Abzeichen zeigt nur, dass du Twitch Prime besitzt. Das heißt aber nicht, dass du hier auf dem Kanal mit Prime abonniert hast. Das ist einfach nur, dass du damit, also ein Badge, mit dem du anzeigst, du hast Twitch Prime. Das kannst du aber auch abschalten, wenn dir das nicht gefällt, ne? So, jetzt wird hier nicht mal mehr irgendwie was gemacht, was jetzt daran liegt, dass wir eigentlich den Förster brauchen, den wir bei 60 Punkten haben. Das ist relativ bald, das ist nicht allzu lange. Hi, Renesen. Ich mag es, ich mochte schon die Demo damals. Und... Ja, das ist jetzt schon der zweite Run. Also der zweite Versuch. Beim ersten Versuch habe ich die erste Dürre nicht geschafft. Und ja, ich mag es auch, dass man auf normal nicht sofort alles richtig macht auf dem Schwierigkeitsgrad. Also es ist auch durchaus ein bisschen... nö, das ist halt einfach passiert, dass man so wie ich, ja, hast halt dann verkackt. So, fängst halt nochmal von vorne an. Vor allem ging ja schnell, ja. Wenn du dann weißt, worauf es ankommt, geht es ja auch deutlich schneller. So. Und das ist eigentlich ganz nice. So. Gleich ist sie vorbei. Die werden jetzt gleich nochmal ein bisschen... Also zum Abschluss des Tages brauchen die auf jeden Fall nochmal Wasser. Das wird aber reichen. Wir haben aber auch diesmal, das darf man auch nicht vergessen, nur 10 Erwachsene. Also wir haben weniger als beim letzten Mal in der ersten Dürre.
Auch ein Command aussenden, das heißt infizieren. Da gibt es kein S in dem Wort. Hi Magic, na Mensch. Wie teuer ist ein großes Fass? 120 Wissenschaftspunkte erstmal. Und dann 30 Planken und 20 Energie. Also es muss auch noch mit Energie versorgt werden, oder was? Okay, das ist natürlich krass. So, Dürre beendet. Das Wasser sollte langsam zurückkehren. Das kommt dann vermutlich irgendwo von hier hinten. Wie? Gern sehen wir das, ob das hier reinläuft. Oh, das läuft wirklich von hier oben. Guck mal. Deswegen. Es kommt von oben, von der Quelle dann. Ne? Läuft es dann runter. Hier. Hey, Honigzitrone. So funktioniert es nämlich. Und es dauert natürlich ein bisschen, bis das bei mir ankommt. Ist klar. Da ist es. Das ist schon cute. Das ist schon wirklich sehr süß gemacht. Deswegen klappt auch ein kleiner Damm schon. Ja, ich verstehe schon. Könnte man das Wasser auch stauen? Ja, ja, kann man. Infizieren. Okay. Mich triggert ja öfters. Auch im Wort öfter kommt kein S vor. Es gibt nicht öfter, öfters und am öftestesten. Und öfters wird wirklich häufig benutzt. Richtig häufig. Richtig häufig. Am öftesten? Ja. Öftestesten. Jetzt wird kein Wasser gefördert. Ja, hier arbeitet einfach gerade keiner. Ludling hatte keinen Bock. So. Ist das öfter so? Aber Beamer gibt es schon, oder? Wenn du Justin meinst, Marok. Öfter sagt, ist das letzteste. Ah, hi, Graf Pyro. Einzigsten, ja, das ist auch schön. Genau, das ist wie verkippt, schon öfters gesagt. Lazy Early Access Start. Early Access Release, heute. So, die müssen jetzt hier langsam mal für Nachwuchs sorgen, Leute. Komm hier, knick, knack. Alle hopp. Hopp, 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 hopp. Ich glaube, ich sterbe bald. Ich bin schon 44, ne? Mokka ist auch schon 40. Das ist nicht gut hier. Girisha 48. Die müssen jetzt hier mal ein bisschen... Schwupp, schwupp. Miau, miau. Alle hopp. Sonst kriegen wir hier Probleme. Ernstzunehmende. Hm.
Über hier hin. Den hier erstmal wieder laufen lassen. Hey, Grablöwen. Jetzt hätte ich da, aber du spielst noch nicht lange. Was? Macht mal mehr Kinderchat. Über 40 und zu alt, das hört man halt öfters. Haha, schnackseln. Ja. Zügig hier. Hopp, 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 hopp. Liebe, Liebe, Liebe. Los. Ich will hier Liebe sehen. Hopp. Nein. Nee, warte. Ich dachte, es wäre jemand gestorben. Alles gut. Noch nicht. Oh ja, sehr gut. So läuft's. So läuft's. Sehr gut. Hubi und Mokka. Habt ihr gut gemacht, ihr zwei? Sehr schön, wer noch? Blutling und Onkel, es läuft. Sehr gut. So ist richtig. All you need is love. Dam, dam, da, da, dam. Moin, Kumai. Hallo, Simpi. Der Förster, das wird hier, oder? Wenn wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt anfangen, hier einen Damm zu bauen. Stabil. Kann ich den, ist das okay, wenn ich den hier anfange zu bauen und hier so rüberziehe? So? Ist okay, oder? Das staut dann trotzdem hier zur Pumpe hoch. Ja, ist gut, ja, okay. Oh, wie viel Holz wir dafür brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 160 Holz. Das ist richtig übel. Wenn die Bäume da nicht trocken. Ich habe ja nicht vor, das hier komplett wegzustauen, dass hier gar nichts mehr fließt. Also ich hoffe zumindest, dass ich das... Kann ich das bestimmen? Hey, Rattentod. Hallöchen. Ich speichere einfach mal. Vor Dammbau. Okay. Werden wir doch sehen. Huch. Nee, warte. So, da. Ich hier oben. Oben ist mir egal. Dann hättest du es bei den Bäumen machen sollen. Bei den kleinen Damen weiß ich nicht, ob du es bestimmen kannst. Naja, ich hoffe, es wächst hier noch nach hinten. Also, wäre schlecht, wenn das hier jetzt austrocknet, ehrlich gesagt. Das wäre echt schlecht. Bäume pflanzen oder geht das nicht? Dafür habe ich den Förster gebaut. Der müsste das dann tun.
Könntest du zum Beispiel hier gerade einen weniger machen, damit... Genau, jetzt geht's ja, wie ich ihn nämlich hier beim Förster arbeiten. Das ist gut. Und in der Zwischenzeit könnte eigentlich auch... Warte mal, wir machen das mal so. Und dann kann Muckel nämlich hier sammeln. Hey, Lasse. Ich glaube nicht, nee. Nee, nee, sowas wie Skills gibt's noch nicht. Ich glaube, den hier pausiere ich mal wieder. So, warte mal, ich muss das, glaube ich, noch bestimmen, ne? Birke, Kiefer, Ahorn. Das Ding braucht 24 Tage, bis es gewachsen ist. Ich weiß eigentlich, wann die nächste Dürre kommt, dann vertrocknet das sowieso alles wieder. Ja, Birke nur 9. Birke liefert aber halt auch nur einen Holzscheit. Ich mochte das damals auch schon direkt, wo wir die Demo gespielt haben. Sami Aufforstraube, die macht da eher noch schnell einen Kahlschlag. Ach. Ich kann ja vielleicht hier erstmal ein paar Birken einfach hinstellen. Die können wir, das können wir ja später einfach wieder wegreißen. Und dann sagen wir halt. Ach so, wenn ich das so. Ach so. Der forstet hier hinten gar nicht auf, sondern. Wächst denn hier hinten die Kiefer? Also wachsen die von allein hier hinten nach? Oder eher nicht so? Birke? Birke? Ich bin Sachse, ich drauf das. Wie er da zum Damm krabbelt, ne? Schon cute. Hey Eule. Bist du links an dem Holz im grünen Bereich am Bauen? Okay. Da müsste es ja noch grün sein. Hey, Don Philipp, ja, ist es. Warum wächst Falten, hätte ich auch nicht verstanden. Na, mal schauen. Was hast du getan? Yippie!
mega Hype. Wup, wup, wup. Wup, wup. Wup. Da nutzt jemand den September. Assassino, vielen, vielen lieben Dank. Herzlichen Dank für das Zwangsverflauschen von 50 wundervollen neuen Flauschraupen, die sich dank dir in ihren geschwanzerten, leeren, kahlen, dunklen Gummizellen gemütlich machen dürfen. Bitte zeig ihnen unsere fantastischen Gemeinschaftsräume und rüste sie mit nassen Handtüchern zur Verteidigung aus. Vielen, vielen lieben Dank, Assassino. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke, danke. Danke. Hey, Surikata. So. Das fängt wirklich erst an, sich hochzustauen, wenn der Damm hier fertig ist, ne? Das ist halt ganz schön krass. Also wenn man überlegt, wie viel Holz wir dafür gerade brauchen, ist es sehr, sehr krass. Wir könnten... Was wir machen könnten, wäre noch so ein Holzsammelding hier hinten hinbauen. Also wir haben gerade 3 Arbeitslose. Diese faulen Arbeitslosen können wir hier hinten mal was Sinnvolles tun. So. Da könnte ich hier oben das dürre Gestänge abbauen. Hier. Was denn? Oh. Brotten und Kartoffeln wären fertig. Oh, ja, das ist auch wichtig. Cobridge! Cobridge, vielen, vielen lieben Dank. 14! Ein Zwangsverflauschen von 14 neuen Frischflauschraupen. Vielen herzlichen Dank dafür. Diese 14 neuen dürfen sich in ihren gespanzerten Gummizellen gemütlich machen. Führe sie durch die Gemeinschaftsräume und zeige ihm bitte nicht die Gruppendusche. Dankeschön. Danke, 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 danke. Bestimmt gut, nicht wahr? Ja, bestimmt, Lix. Bestimmt irgendwo. Weiß nicht. Aktuell aufgrund eines kleinen Schneckenproblems in Ebene 4, Gang 16, umgezogen. Ein Experte für das Problem wurde telefonisch erreicht und meldet sich, wenn er einen Termin frei hat. Matt, the one. Vielen lieben Dank für den Follow. Geht dir schon auf den Grill? Dem geht's schon auch gut. So, Bäume fällen? Hier oben. Das da. Aber alles weg. Das machen die 3 Arbeitslosen. Wobei, wir haben gar keine 3 Arbeitslosen mehr, dann wenn wir 2 jetzt die wieder einstellen. Ah. Die nehmen wir nur noch einen. Wobei, beim Grill ist noch Pause. Das heißt, achso, nee, da ist Pause schon. Der Förster macht doch gerade auch nichts, oder? Ishi hängt doch hier gerade einfach nur auf ihrem... Och Gottchen, wie sie da oben drauf hockt. Guck sie dir an, wie sie da drauf hockt. Ist es cute. Ich gehe runter von dem Turm. Geh arbeiten, los. Besorg Holz. Zügig. Wir brauchen Holz. Der Damm muss fertig werden, Leute. Wir brauchen den Damm. Hopp, hopp, hopp. Oder hinter dem Sägewerk etwas anpflanzen. Stimmt, wir könnten sie auch hier unten was anpflanzen lassen, ne? Auch keine schlechte Idee, hast du recht. Und mal so ein bisschen. Aber der Ahorn geht mir doch ein. Wenn jetzt eine Dürre kommt, geht mir der Ahorn doch ein, oder? Hey, Wumsi, schönen guten Abend. Wir probieren es mal mit Kiefer. Aber du hast recht, ich kann sie hier anpflanzen lassen. Haben wir noch einen? Nee, ne? Ich hab mir gedacht, weil wir ja hier hinten die Teile hingestellt haben, den reißen wir mal ab. Den stellen wir auf Pause.
Damit einer wieder forstelt vorne. Ja, man muss sich schon ein bisschen dann... ein bisschen managen. Beim kommen jetzt auch erstmal nicht so wirklich neue Biber nach. Also eigentlich können nur noch Kupi und Mokka. Die könnten jetzt mal noch hier. Eigentlich. Ne? Und so. Ja, das ist halt jetzt blöd hier. Wenn das alles zeitgleich fertig wird, ist das dumm. Das war vorher besser, wo das so ein bisschen nach und nach kam. Überschwemmst du nicht das ganze Dorf? Nein, 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 nein. Nein, das glaube ich nicht. Hier steht, blockiert das Wasser, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf hindurch. Verstehst du? Das heißt, wenn das, also der lässt nicht zu, dass das zu, also dass es überläuft. Quasi. Kannst du links den Damm wegmachen? Den hier? Ja, das könnte ich wegreißen. Dann hätte ich hier hinten auch noch grüne Fläche. Ja. Das würde gehen. Ich würde zum Beispiel auch gerne sagen, bei so Feldern, was sie da priorisieren sollen und so. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Aber dafür ist es ja Early Access, ne? Das ist ja genau sowas, was man dann sagen kann. Wo man sagen kann, hier hätte ich gern noch dies und jenes. Stimmt, wenn wir das hier dann stauen. Stimmt, hast du recht, ne? Wenn wir das hier wegreißen und das stauen. Wobei, fließt es dann überhaupt rein, wenn wir das stauen? Keine Ahnung. Greiflöwen. Der fließt rein, gleiche Höhe. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Hi vor Ampel. Cool, 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 cool. Aber wir müssen ja hier noch. Es fehlen noch 44. 44 Holz noch, dann haben wir das hier fertig. Ja, ja, das ist aber nur beim Bauen, wo du zum Beispiel priorisieren kannst. War nur, wenn du neue Gebäude baust. Wie die Inka mit Bewässerungskanälen arbeiten. Ja. Das auf jeden Fall, weil du kannst später, ich habe gesehen, man kann später Dynamit herstellen, um zu sprengen. Also ich kann dann quasi hier, von hier aus, noch weiter nach hinten ins Landesinnere sprengen. Einen Fluss sprengen, sozusagen. Nice. Bald ist der Damm fertig. Bald, bald, bald. Beeren und Kartoffeln. Das 30 Kartoffeln ist halt, das reicht nicht lange, ne? Wenn wir das verarbeiten. Wir haben das immer so schnell weggefressen. Klassiker. Wir nehmen den hier gerade mal auf Pause und dafür nehme ich den hier rein. Mit dem ihr die Kartoffeln verarbeitet. Oh, hier, guck. Und hier machen wir dann auf jeden Fall auch noch einen Damm hin.
Und jetzt ist halt, also für mich ist so die Frage, gibt es hier eine Richtung? Oder ist es vollkommen egal? Man kann das drehen. Brauchst du da nicht? Okay. Meinst du? Na gut. Welche Ebene wie die andere dann? Deswegen, der Staudamm ist ja komplett nach hinten hoch. Ich sehe es gerade. Guck mal, wie gut das jetzt schon gestaut ist. Hier vorne ist nur so ganz wenig. Nur so ein bisschen. Na, und hier hinten ist komplett hochgestaut. Mega nice. Mega nice. Richtig gut. Cool. 120. Wir könnten den großen Wassertank freischalten, aber ich brauche dann halt auch noch, also neben 30 Planken, was schon extrem ist, brauchen wir dann halt auch noch super viel, super Energie. Also wobei, das würde noch gehen, glaube ich. Ja, wir schalten das mal frei. Wow. Halt auch ein Gerät, ne? Okay. Jetzt habe ich natürlich das hier ein bisschen blöd gestellt. Ich muss mir zwar hier die Bäume nochmal wegnehmen. Ich schieße dich einfach ins Wasser. Wenn ich das ins Wasser setze, müsste das doch... Ich stelle auch auf die andere Seite Raupe. Über den Dämmen können die ja laufen. Ja, aber da muss ich doch trotzdem Energie vom Wasserrad nehmen. Ich brauche trotzdem die Energie. Ich brauche für das Wasserfass, für das große, brauche ich das 7 an unten, brauche ich Energie, 20. Ich muss das also anbinden an Strom. Können die nicht schwimmen? Ja, nun. Wachsen doch noch nicht so lange, oder? Getrieben. Das steht unter Energie. Energie. Ja? Energie. Ich glaube, da muss man hier wirklich nochmal was wegnehmen. Muss man anders machen. Ich kann hier nicht mehr. Kann man das hier jemand wegmachen? Das ist ja scheiße jetzt. Wieso sollte ein Wasserfass Energie brauchen? Das weiß ich doch nicht. Es braucht halt... Was soll denn das sonst sein, das Zeichen? Da kommt die Dürre, die nächste. Und Zahnräder, die du herstellen musst. Ich jetzt? Das heißt, ich kann noch... Da kann ich ja aber ewig lang noch keinen großen Wassertank bauen.
Das ist jetzt aber Mist. Gebäude, das vierte Gebäude bei Holzbau Zahnräder. Geht denn eigentlich mein Holz hin? Ja, oder was? Tatsächlich, Getriebewerkstatt. Uff. Okay. Mist. Wir bauen noch einen kleinen Wassertank. Und zwar bitte mit Prio. Wir stellen hier ganz kurz das Grillen ein. Oh Mann. Das Spiel sieht nicht so aus wie Endzone. Nee. Nee. Nur putziger. Putziger ist es. Nein, Wolf gibt es nicht. Glaube ich jedenfalls. Nee, Ahorn gibt's. Schon Stromleitungen liegen. Also ich kann Antriebswellen legen. Ja. Jetzt fehlt der Prediger. Ach, Traubeutlinge. Nein. Oh, wir sind schon bei... Oh. Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Gar nicht. Ja, dann werden wir die nächste Dürre dann wohl erst beim nächsten Mal erleben. Freunde. Es tut mir leid. Vor der zweiten Dürre. Leg mal eine zu dem ein Haus. Ist Paarungsbereitschaft höher? Stromleitung? Ach, nice. Mhm. Nun gut. Ich fand es schön heute. Fand es sehr schön. Morgen ist Donnerstag. Ich vermute, wir werden morgen late machen, denke ich. Morgen Abend spielen wir wieder Post. Entspannt. Und jetzt schicke ich euch zum Stone. Postspiel, ich will ein Brief sein. Ich will ein Brief sein. Hoch, nein. Warte, nein. Ah. Was? Nein. Warte. Wo ist er denn jetzt? Hier. Zum lieben Martin. Es war zauberhaft. Das fand ich auch. Ich danke euch. Es wäre sehr schön. Das zweite Mal lief da gleich viel besser. Wir haben zumindest die erste Dürre überstanden. Wir haben schon einen eigenen kleinen Damm. Wir haben 4, 5 Wasserfässer. Ich hoffe doch mal, dass wir die zweite Dürre überstehen. Und dann schauen wir mal. Ganz entspannt. Beim nächsten Mal. Aber morgen gibt es dann, wie gesagt, erstmal Lake. Wunderschönes Indie-Game. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen, wundervollen Abend. Stone. Bedanke mich ganz doll fürs Einschalten und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen wieder. Gute Nacht. Bye, bye.